Ach, da ist er, hat er sich versteckt da. Ja gut, dank der Rauchwolke erkennt man das besser. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Legend of Zelda Tears of the Kingdom Part 215. Ich habe beim letzten Mal haben wir hier den Turm im Gerudo-Tal freigeschaltet. Und von oben haben wir einige Schreine ausfindig machen können. Ja, ich glaube, ich werde mich nochmal nach oben begeben. Und dann werde ich versuchen, die Schreine nicht zu aktivieren, aber zu markieren. Und danach zu aktivieren natürlich. Ne? Nach und nach gehen wir die Schreine an. Also ich habe lange keinen Schrein mehr gemacht. Und insofern wird es mal wieder Zeit, würde ich sagen. Ne? Aber zunächst sollte ich dafür auch das passende Modul auswählen, genau. Ich hoffe mal, das klappt von da oben. Ne? Wo geht's denn da eigentlich hin? War ich ja auch noch nicht, ne? Das sieht auch interessant aus auf jeden Fall. Jo, und dann haben wir hier ein Versteck gefunden, der Jäger. Aber da sind wir nicht so ohne weiteres reingekommen. Ja, die wollten uns partout nicht aufmachen, die Jungs. Dabei sind sie sonst nicht müde oder werden sie nicht müde, uns anzugreifen. Aber gut. Keine Ahnung, was sie diesmal verschreckt hat. Jo, erstmal brauchen wir die vollständige Jäger-Rüstung. Nehmen wir fast an, das ist meine Vermutung. Oh, es ist ein bisschen hoch. Ah, Moment, ich kann ja auch dahin erstmal fliegen, wenn ich möchte. Na gut, ich sehe das falsche Outfit dafür an, aber müsste ich trotzdem schaffen können. Hm, hier ist nämlich auch wieder so ein... Ja, da gibt es natürlich auch wieder einen Schrein, ne, bei diesem Kubus. Ey, zum Glück habe ich jetzt genug Ausdauer. Moment, wir können ja auch dem Tulin sagen, dass er uns ein bisschen genau Antrieb geben soll. Archipel von Ost-Gerudo. Okay. Oh, hier können wir weiterfliegen. Ich sehe schon. Jo, sind wir im Wasser gelandet. Mal sehen, ob da irgendwas... Eine Kiste oder sowas drin ist. Oh, hier haben wir... Glühwürmchen. Aber die kriege ich irgendwie immer nicht. Das ist ganz selten, dass ich mal welche fange. Jetzt muss ich doch mal ein anderes Modul erstmal auswählen. Okay, hier haben wir die Raketen sogar. Also da könnten wir dann rüberkommen. Soll ich das schon machen, Leute? Ja, da ist ja auch ein Schrein, ne? Also, ups, früher oder später muss ich es eh angehen. Also würde ich sagen, ja. Ich versuche mich dahin zu begeben. Ah, da muss ich eine Kurve einschlagen, glaube ich, sonst so ohne weiteres geht das nicht. Position auf Wolken. Ja, da muss ich so ein bisschen nach rechts abdriften, ne? Damit wir da hinkommen können. Jo, aber erstmal brauchen wir dafür Raketen. Hier sind noch jede Menge andere Schreine. Aber gut, wie gesagt, da komme ich jederzeit noch hin. Aber hier haben wir noch mehrere Gleiter. Ja, ich glaube, mit der Sprungschanze, das macht sich besser hier. Ne, auf den Schienen. So. Erstmal befestigen hier. Wo machen die fest, Leute? Am besten. Kann ich auch hier befestigen. Ne? Ist ja, die lösen sich ja eh auf. Ja, solange die relativ gerade angebracht sind, müsste das klappen. Da war ja noch eine Rakete, ne? Perfekt. Ja, jetzt brauchen wir ein Steuerungsmodul, wäre noch cool. Ist hier unterhalb noch irgendwas? Ist ja manchmal so, ne? Kann man das von hier aus sehen? Da irgendwas ist? Nee. Vielleicht sie. Oh! Was sind das da? Moment. Ist das wieder so ein Drachen? Was sind das? Ist das der Turm? Nee. Doch, das ist der Turm, klar. Ah, guck mal, da haben wir auf jeden Fall noch einen Schrein. Der ist ja direkt in der Nähe. Oder ist das ein anderer Turm? Das war doch der Turm, von dem aus da geflogen sind. Ich gucke ja da lang. Das muss er aber sein. Guckst so ein bisschen am Turm vorbei. Eigentlich ziemlich deutlich. Ist das noch ein anderer Turm, Leute? Aha. Hm, wer weiß. Ja, den hatte ich freigeschaltet, ne? Nee, der ist noch nicht freigeschaltet. Das ist der, der das Gebiet hier freischaltet. Alles klar, Leute. Okay. Also von hier aus könnten wir da fast hinfliegen. Also mit dem Gleiter sowieso. Aber gut, ein Turm, mit einem Turm will ich es erstmal bewenden lassen. Dafür aktiviere ich da mal den Schrein. Markieren, wollte ich sagen. So, wie kann man das markieren? Mit A.
Ich hoffe mal, ich habe getroffen. Ja, so halbwegs, die Richtung stimmt. Ne? Ja. So, ey, es wäre genial, wenn man hier auch die anderen noch sehen könnte. Von hier oben aus. Da waren ja noch ein, also drei. Habe ich, glaube ich, einen Schlag gesehen. Ah, oh, fragt mich mal nicht mehr, wo. Meinen einen haben wir jetzt gefunden. Nochmal. Was ein Feuerchen da unten. Denn wir suchen ja allem voran den Stall. Na, im Gerudo-Tal. Na, da sind wir schon richtig, ne? War doch der Stall im Tal, oder? Oder bilde ich mir das jetzt ein mit dem Tal, dass es ganz woanders war? Schlucht, ne? Ne, war in der Schlucht, irgendwie in der Gerudo-Schlucht. Das ist auch so ein Berg und so, ja. Das gehört da auch zu, der Gerudo da, ne? Diese Bergketten da. Also ich habe den Eindruck, jedes Mal, dass sie wieder detaillierter werden, die Sichtweite, ne? Also das sieht so faszinierend aus. Ja, hier hatte ich irgendwo auch noch einen gesehen. Ein Schrein. Na gut, vielleicht sieht man den auch nur vom Turm aus, ne? Wenn man da hochfliegt, sich hochschießen lässt. Das kann natürlich möglich sein. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt erstmal einen markiert. Noch. Ah! Na, das wollte ich jetzt nicht. Irgendwas hat mich jetzt geschubst. Warst du das, Tulin? Das ist böse. Na gut, vielleicht wollte er mir damit einen Wink mit einem Soundfall geben. Da ist ein Monsterlager oder sowas in der Art. Dass ich ja auch von hier oben die Schreine markieren kann. Ich will mal aktivieren sagen, ich weiß auch nicht warum. Früher oder später, ja, werde ich es aktivieren, keine Frage. Aber noch kann ich es nicht. Aber jetzt sehe ich hier keinen aktuell. Muss ich mir mein altes Video nochmal ansehen? Nein. Ja, das ist das Wasser, was da so schimmert. Bin zu hoch, glaube ich. Und ich verliere rasant an Ausdauer. Ah. Da ist der nächste, genau. Los, Fotomodul. Nein. Ich hoffe mal, das geht. Nee, es geht nicht von hier oben. Moment, aber vielleicht. Oh Gott, was ist das da eigentlich? Oh nee, nicht du. Bitte nicht du. Nee, dich will ich hier nicht. Oh Gott. Na gut, mal sehen, wo wir hinfallen. Auf jeden Fall sehe ich den Schrein von hier aus, ne? Leute, so konnten wir uns abfangen wenigstens. Oh Gott, geht das tief runter. Oh, da haben wir gleich einen Freund gefunden hier. Perfekt. Oi, du hast mich gefunden. Tschüssi. That's it. Hört's mal an, wie That's it oder so. Jo, okay, den können wir also auch markieren. Haben wir ja schon fast. Nee. Markieren. Wie sieht denn das gerade nicht? Aufnehmen kann ich nur. Hä? Ach so. Ich muss das ja nicht mit der Kamera machen. Guten Morgen. Ich finde die Steuerung mal wieder, ey. Oder die Steuerung und ich. Ja, jetzt sind wir ja fast am Turm wieder angelangt hier, ne? Okay, damit hätten wir auch den zweiten Schrein markiert. Aber einer fehlt mir noch hier. Mindestens einer. Wie gesagt, ich habe ja drei auf einen Blick erstmal gesehen, so, ne? Auf dem ersten Blick sogar, wer jetzt gedacht, ja. Das muss ich ausnutzen, ne? Wenn ich dann irgendwann mal was auf dem ersten Blick sehe, dann sollte ich es auch markieren. So, wann hier jetzt der Turm ist ja da. Also noch weiter nördlich, also nordwestlich von hier. Ah, ich muss jetzt wieder hoch, ja. Ich muss sowieso zum Turm. Na gut. Moment, ist hier nicht noch irgendwas? Das wollte ich jetzt nicht. Ja, brauche ich ja nicht die Kamera dafür. Oh, da ist eine Höhle, Leute. Eine Höhle. Oh Mann. Ja, ne? Das ist so das Typische immer für diese Spielereihe. Ne? Man kommt wirklich vom Hundertsten ins Tausendste. Vielleicht war der auch der ganz unten und will schreien. Auf jeden Fall habe ich den jetzt markiert.
Zwei Schreine auf jeden Fall. Gut, der dritte ist da oben, ja, aber hier war noch unten ein dritter, ne? Den meinte ich ja eigentlich, der hier unten war. Aber von da sind wir eigentlich gekommen. Also der kann nicht da sein. Auf dieser Seite, ich weiß nicht. Ah, gut. Gehen wir mal dorthin, das ist so ein kleiner Satori. Die gibt es ja auch in groß, ne? Die haben wir auch schon kennengelernt. Die markieren uns ja dann die Höhlen, aber ich gucke mich erstmal hier um. Und hier soll es ja irgendwie Schätze geben, ne? Ramdal lässt grüßen, Ramdas Schatz. Warum zitterst du so? Ach so, wegen der Exalfos hier. Oh, die sind aber gut getan, ne? Mensch, wem würde das auffallen? Ah, wo musst du gerade da sitzen? Weil hier die Höhle ist? Hier ist die Höhle, ja, okay. Soll ich mal ein bisschen tätscheln? Den kleinen Satori? Ja, mach ich mal. Oh, das sieht aber auch interessant aus hier. Da muss irgendwas sein, oder? Bei diesen Affenbrotbäumen. Aber die sehen ja sehr seltsam aus. Ja, der wird uns wahrscheinlich gleich attackieren. Oh, das hat sich gelohnt, ey. Schnell alt einsammeln. Achso, die Musik. Da reicht es nicht drüber zu laufen. Oh Gott, helft mir. Warum speit ihr Feuer? Gleich mal löschen. Sehr gut. Das ist nicht nett. Erinnert mich so ein bisschen an die Feuerwarane, ne? Aus Gothic 2. Gab es die auch in Gothic 1 eigentlich? Weiß ich nicht. Gothic 1 hat nie durchgespielt. Leider. Gothic 2 übrigens auch nicht. Aber da bin ich auf die getroffen. Die futtern gerade. Und eindeutig Fleischfresser. Jo, da oben waren auch noch welche. Das ist ja doch mal was Interessantes. Vielleicht, also die haben jetzt nichts bewacht. Den Anschein hat. Vielleicht ist da sogar ein Schrein drin. Sehr interessant, Leute. Oh Gott, mir ist warm. Deswegen verliere ich hier stetig an. Ja, ich habe aber noch nichts. Ich habe nur ein bisschen Medizin, die mich schützt. Aber leider keine Rüstung. Vielleicht finden wir die da drin, Leute. Wenn ich nicht gleich drauf gehe hier. Ah, hier können wir wieder was platzieren. Hier ist noch ein Krog. Aber erstmal bitte die Gegner hier ausschalten. Die halten zum Glück nicht allzu viel aus, ey. Aber gut, die Waffe ist jetzt auch relativ gepimpt. Na, ich verliere stetig an Lebensenergie. Gleich muss ich mich heilen. Sonst klapp ich hier ab. So, lass mal los. Lass du gehen. Nein! Ach man. Na, wieder typisch, ey. Ja, jetzt aber. Jetzt ist es perfekt. Komm. Na also. Jo. Ja, ich weiß. Hier geht's nicht gut. Ah, hier ist auch ein großer Satori, okay. Hier ist noch ein Fahrstuhl, Leute. Achso. Hä? Bin ich jetzt wieder am Anfang? War ich nicht schon mal? Nee. Nee, das ist die andere Seite, glaube ich. Hier beim Satori haben wir nicht. Ah, hier ist wenigstens Schatten. Ich bin fast tot. Na, hier müssen wir das reinlegen. Was waren denn? Das war ein Apfel, glaube ich. Ja, die werden ja nur kurz markiert immer, ne? Gut, ich werde es machen, aber. Ja, der Nutzen. Oh, wo ist der Schatten? Verdammt. Gleich bin ich tot. Jetzt soll ich mich doch mal heilen. Das war der Geiz. Ja, das sind die wertvollsten Speisen an sich, ne? Kühlungsdampfpilze. Ja, essen wir die mal. Was machen die? Loder. Was ist denn das? Feenwasser. Diese Medizin trägt der Heilkraft der Feen in sich und riecht leicht süßlich. Mhm. Was ist das hier? Abwehrmedizin. Erhöht den Rüstwert. Rüstpalmfrüchte. Okay, haben wir dabei. Bringt halt nicht so viel, ne? Sonst haben wir hier sehr viel Medizin, wenig Speisen. Also ich müsste mal irgendwann mal wieder kochen. Bei der nächsten Gelegenheit. Ah, jetzt ist das Klima, okay, jetzt hat sich das Klima so ein bisschen
normalisiert. Glücklicherweise, ja, Maxi-Rüben und so was haben wir ja auch gefunden. Naja, eine. Ich habe eine ganze. Naja, in die Hand. So, dann komm mal. Na, drei ich doch. Markiert uns wieder die Höhlen. Oh, so viele. Na gut. Ist eigentlich auch mehr dazu da, dass wir uns die Höhlen markieren, glaube ich. So ist das gedacht. Und dann mache ich das doch mal, oder? Dann komme ich durcheinander mit den Schreien vielleicht. Ich weiß es nicht. Hier ist jetzt wieder warm, aber es geht noch. Na, hier ist es Schatten. Okay. Da die sieht man sogar relativ deutlich. Mhm. Da ist auch eine. Da? Was soll das sein? Ja, unten, ne? Na gut, ich muss mal näher ran, Leute, damit ich... Ah, da war ich doch schon, oder? Ja, da bin ich doch hergekommen. Hä? Das da gilt als Höhle? Doch gar nicht so viele. Dann können wir das wieder... Können wir die Markierung wieder löschen, ne? Das ist ja Quatsch, da war ich ja drin. Oder ist die unten weiter? Na, wir wissen ja, dass da was da ist, ja. Na, das können wir deaktivieren, ja, das ist ja Quatsch. Ja, das wieder löschen hier. Ist ja Quatsch. So. Warte, jetzt ist wieder. Ne, da ist die Markierung. Ist nicht verschwunden. Na gut, dann kommen wir doch nicht so durcheinander. Aber ich möchte natürlich wieder zurück zu der anderen Höhle jetzt, ne? Ah, hier ist jetzt auszuhalten. Gerade so. Trotz der Mittagshitze, okay. Da unten ist irgendwas. Naja, dann werde ich das halt so irgendwie aktivieren. Keine Ahnung wie. Ja. Ja. Ne? Ja. Dann wissen wir, dass da auf jeden Fall was ist. So. Aber die Höhle da oben möchte ich erstmal als erstes erkunden. Erkunden? Moment, hier ist ja auch noch was. Die wieder wärmer? Ne. Weil die Luft hier so flirrt, ne? Macht mir Angst. So, wir verschwunden, die Markierung. Ach! Weil es hier runter geht. War ich da nicht? Ah, gut, dann gehen wir jetzt hier runter. Entdeckt! Ne, hier waren wir noch nicht. Höhle am Ometakle-Hochland. Aha. Ich dachte, das Gerudo-Hochland ist das hier. Ich glaube, das Gerudo-Hochland ist in der Tat... Ach, da bist du ja. Sorry. Die armen Biester. Majoi, Signum 17 haben wir schon. Das heißt schon. Ich weiß nicht, wie viel es gibt. Insgesamt. Aber wir wollen ja, dass er sich verwandelt. Was immer das uns bringen soll. Vielleicht können wir ihn dann als Reittier verwenden. Haha. Wäre doch mal was. Den Coltin oder wie er heißt. Mein Hund macht sich gerade breit hier. Jo. Jo. So, was können wir denn hier? Hier können wir einsammeln. Das Majoi haben wir schon mal entdeckt. Aber ich glaube, das war noch nicht alles, was man hier finden kann. Oh. Von hier aus können wir nach oben. Ne, wir sind ja erst just hier reingesprungen. Oh, das verspricht manchmal Diamanten. Oh, oh. Warum hat denn das Feuer ausgelöst hier? Weißt du, heiß ist? Oh, eine Rakete ist hier auch. Es brennt der, der geht gleich kaputt. Wähl mal eine andere Waffe aus hier. Nee. Da richte ich die Taste bitte. Ja, so kann man die nämlich schnell löschen. Okay.
Man muss es nicht noch extra bestätigen. Manchen Spielen ist das ja wirklich anstrengend. Ich weiß nicht, ob das da ein Diamant ist. Ich glaube nicht. Manchmal sind da Diamanten drin, ne? In diesen leuchtenden Erzvorkommen. Die leuchten nicht umsonst so. Da kann man Glück haben. Ne? Da kann man echt Glück haben, mal Diamanten zu finden. Aber es ist trotzdem selten. War das die Wahrscheinlichkeit halt dementsprechend höher. Der hat es noch nicht geschnallt, komm. Ja, komm, wir sind schwächern erstmal in Sorgen. Achso, ich hatte ja auch Hitzeschutz, deswegen, okay. Konnte ich mich jetzt aufhalten in der Sonne. Klar. Das war mein Nahrungsmittel. Ja, helft er mir mal? Ja, toll, jetzt bewegt er sich mal, der Sidon. Sidon. Oh, hat man gut getroffen, muss man sagen. Ah, Mist. Gott, warte schon, wir haben den guten Treffen. Ja. Wir haben ihn. Zumindest den einen. Also bestimmt noch mehr, wo die sind. So. Ja, ich sag's ja hier. Ja. Ne, der war noch nicht tot. Der war einfach noch nicht tot. Was haltet ihr denn aus, Jungs? Jetzt. Okay, und wir bekommen sogar eine schöne Lanze von ihm. Das ist super. So, hier sind wir so eine leuchtende. Ne, die leuchten nicht gülden. Wow. Hat sich mal gelohnt. Oh Gott, kommt ihr auf einmal her? Die sind auf einmal gespawnt hier. Mehr nichts, hier nichts. Yes, Steinsalz. Hier kommen wir wieder raus. Aha. Ach, jetzt sind wir. Ne, jetzt sind wir an der frischen Luft wieder. Ehe. Gab es hier nichts weiter zu entdecken? Wie gab's noch den Majoi? Ja, hier waren wir doch, waren wir nicht auf dem Fluss. Bin mir jetzt nicht so sicher, Leute, hier. Hm. Jetzt wird es hier wieder brenzlig, aber es ist zum Glück schon relativ spät am Abend. Das heißt, wir werden nicht verbrennen. Ah. Schwimmen da, kann man das auch nicht? Jo, ist eine Kiste. Die treiben hier irgendwo hin. Aber ich habe hier leider nichts zum... Ah, da können wir hier an der Seite, am Ufer... Ne. Nee, nee. Hm. Da komme ich, glaube ich, hin. Relativ bequem. Jo, das klappt. Sehr schön, Leute. Wunderbar. Da ist so eine Kiste bei. Ah, die möchte ich natürlich haben. Aber auf der kann ich nicht. Mit der kann ich nicht fahren, ne? Jetzt muss ich mal ein bisschen vorsichtiger sein. Ja, da können wir auch am Ufer entlang. Okay. Einfach der Kiste folgen, ne? Oh Mann, ich bin jetzt schon wieder vom 100. ins 1000. gekommen mit dem Spiel hier. Oh, die kriegen wir sogar, die Kiste, ne? Die wird da, wenn da angeschwemmt. Ich kann die jetzt sogar rausangeln. Ich glaub, das war sogar noch aktiviertes Modul. Das Modul. Was haben wir denn da drin? Oh, 10 Holzpfeile, Leute, cool. Haben wir die wieder bekommen, die wir da verschossen hatten. An den Horrorblins, oder wie die heißen. Und was ragt denn hier raus? Ein verrostetes Schwert, Mann. Man kennt es und man ignoriert es. So, ein Glutling. Oh, was ist das denn da? Ach, das ist ein Schrein, Leute, ja. Zum Glück ist die Markierung noch... Ach, das war die eine Markierung, ne? Die wir aktiviert hatten, ja. Na, so kommt man auch zu einem Schrein. Aber den muss ich erstmal suchen. Er ist ja in der Höhle gewesen, ne? Oder wäre der in der Höhle gewesen, irgendwo?
Nee, der Satori markiert ja immer Höhlen. Also wird da dahinter eine Höhle sein, möglicherweise. Komm schnell raus hier. Aber ein Kleidungsstück wäre mir lieber jetzt. Aber gut, da werde ich wahrscheinlich auch nur... Oh, hier ist ein Steuermodul jetzt, ja. Toll. Das hätten wir da oben gebraucht. Um zu dem Labyrinth zu gelangen, ne? Gut, hier kann man auch entgegengesetzt. Aber vielleicht brauchen wir das ja noch. Okay, Junge. Das ist ja hier nicht umsonst. Na, was sagt er denn? Und wie kann ich es gerade nicht aktiv... Achso, doch jetzt. Von andersrum, ja. Okay. Na, wo ist der Kristall? Ja. Soweit ist klar. Aber wo ist der Kristall, Junge? Sag uns das doch mal. Aha. Ausgerechnet da. Ich hab's befürchtet. Ich hab's echt befürchtet, ne? Schade. Gut, dann müssen wir da hin, Leute. Dann müssen wir wieder zurück. Das hilft ja alles nichts. Aber wir können uns dafür einen Floß bauen. Genau, das mache ich jetzt nämlich mal. Oh, die Kiste nehmen wir. Die zerstören wir jetzt mal. Na also. Ein Pilz war da drin. Naja, wunderbar. Besser ist gar nichts, ne? So, na eigentlich reicht hier ein Brett, oder? Ja, machen wir ein Sandwich draus. Ist okay. Moment, können wir das hier anheben? Manchmal ist ja da was drunter. Hier ist nichts weiter. Da ist der Motor. Oh, du musst erstmal aus dem Boden ziehen, verstehe. Kann er die... Ne. Das wollte ich jetzt nicht. Oh Mann, die Verrecken können wir noch sammeln, ey. So, ja. Jetzt können wir den Motor da hinten anbringen. Leider haben wir nur einen Rotor, nicht wahr? Der muss auch aussehen. Du musst nicht wegschwimmen, ja. Ich brauch dich noch. Das mal gerade ausrichten. So, ne? Das reicht. Leider keine Powerbatterie dazu. Aber gut. Aber was haben wir denn da? Was ist das eigentlich? Hä? Oder die Powerbatterien oder sind das Pilze einfach nur? Ach ne, das sind diese komischen rollenden Büsche, die es überall hat. Na gut. Ach schön, dass wie durch Zufall hier immer irgendwas rumliegt, damit man hier bauen kann. Aber mit dem Lenkmodul kann ich wenigstens lenken, ne? Oh Gott. Sagt er und, ja, lenkt. Mehr oder weniger. Ja, hier hätte ich jetzt auch Räder gebraucht, glaube ich. Was ist das da? Ach. Hier ist was aus dem Himmel gekommen, vom Himmel gekommen. Der führt nach unten auf jeden Fall. Der Laserstrahl. Ja, der taucht hier nicht so ganz hin. So wie geplant. Das ist zu wenig Wasser. Ne? Leider. Boah. Wo ist der Kristall? Ich komme dann auch nicht mehr so leicht zurück. Das ist das Problem, ne? Na gut, da brauchen wir das Boot dann wieder. Also Boot in Anführungsstrichen. Aha, guck mal, hier sind ja noch mehr. Oh. Oh, er will zu seinem Freund und nicht da. Ah, Räder haben wir hier auch. Ja, die sind nützlich. Ah ja, das sieht doch gut aus. Das sieht schön aus. Gut, dass wir ein Steuermodul dabei haben. Nee, und entgegengesetzt der anderen... Ist das die andere Höhle hier? Ich sehe gar nicht mehr durch, Leute. Hier hat es überall Höhlen. Na gut, hat man ja gesehen. Gerade auf dieser einen Seite. Sind da überall Höhlen? Oh, ich hätte die Fische jetzt einfach mitnehmen können, ja.
Kann man hier einfach einsammeln. Okay. Gut, zerstören wir mal diese. Das ist ja auch mal manchmal. Oh, ein Rostbarsch war da drin. Was Interessantes drin. Wer bewahrt denn seine Ration hier in diesen Kisten auf? Mit den Metallkisten. Das ist nicht ein bisschen umständlich. Gut, jetzt können wir vielleicht zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, indem wir den kleinen Krok hier zu seinem Kumpel bringen und den Kristall erhalten. Ja. Genau. Oh je, was für ein Schlamassel. Jo. Ach, da oben ist der schon. Na gut. Das ist ja dann kein kompliziertes Unterfangen, den da hinzubringen, ne? Aber die Höhle möchte ich mir natürlich trotzdem noch näher ansehen. Anscheinend war ich da noch nicht. Kann der eigentlich auch ertrinken? Ich hoffe nicht. Weil er ist an seinen Rucksack gebunden, mehr oder weniger. Oder er wurde an den Rucksack gebunden. Das ist wahrscheinlich viel eher. Ja, jetzt seid ihr wieder zusammen. Wunderbar. Und ich krieg eure komischen, naja, Samen. Aber gut. Man braucht sie halt, ne? Irgendwann kann ich sie hoffentlich gewinnbringend an Maronus bringen. Gut, mein Floß ist zum Glück noch da. Ist nicht, wurde nicht resettet. Perfekt. Dann nehmen wir das doch. Weil ich glaube, da drin ist das Wasser ein bisschen tiefer. Heieiei. Okay. Ich fahre erstmal da rein, Leute. Dann können wir das immer noch machen mit dem Kristall. Wir wissen jetzt, wo er entdeckt. Das ist wirklich eine andere Höhle. Höhle im Naboberg. Okay. Hatten wir die markiert? Ne, das war nicht die. Ah, da können wir rein. Okay, ich sehe schon. Da geht's weiter. Und hier kommt's wieder. Ah, hier kommen wir wieder raus. Ne, das möchte ich jetzt nicht. Ich möchte umkehren. Aua. Machen sich den Fluss kaputt hier. Achso, ich kann ja schießen, ne? So, na warte, Junge. Die mache ich platt. Und ich lenke. Wenn ich mal nächstes Mal schaffe zu lenken. Ja. Rückwärts fahren kann ich ja nicht. Der fährt nur vorwärts. Ah, jetzt reicht's mir mit dir. Oh, wunderbar. Ja, dann ist das Problemzimmer einfach entledigt. Okay, den Kristall kriegen wir da. Oh, hier ist sogar eine Kiste. Moment. Die nehme ich mir zuerst. Hier können wir auch noch ein Floß bauen, okay. Die sieht schon ein bisschen interessanter aus. Oh, Königshellebarde. Ja. Das ist eine Hellebarde. Die hat eine erhöhte Angriffskraft, aber unsere ist dafür haltbarer. Ah, jetzt habe ich natürlich ja die Qual der Wahl hier. 18, 14, naja. Wir haben bessere Waffen, tut mir leid. Dich kann man echt nicht gebrauchen, leider. Ist jetzt da auch noch rein, da hinten? Da fahren wir erstmal wieder vorwärts. Da ging es auf jeden Fall hoch. Und da geht es tiefer in die Höhle rein. Ja, da sind ja auch irgendwelche. Moment, können wir die mitnehmen? Gut, die Kiste ist jetzt versenkt worden. Hier können wir hoch, ne? Ja, hier geht's rein. Immerhin Feuersteinchen. Ach, da ist er ja, der Majoi. Also hier ist nun Majoi. Aber das heißt nur, ist ja was. Also das ist ja nicht. Ich würde mich bei den Kleinen hier treffen, weil der ist immer so schnell weg. Daneben. Ja, die sind nicht ganz so wertvoll, aber Bernstein können sie auch zutage fördern. Fördern, wie man gesehen hat. Oh ja, ich sollte mal das Signum mitnehmen, ne? Mhm.
Sehr gut. Immerhin ein paar Feuersteine und Bernsteine wieder. Also, ja. Das hat sich gelohnt. So, hier geht's erstmal nicht weiter. Das sind halt mehrere kleine Höhlen eher, ne? Würde ich mal sagen. Ja. Oh Gott, geht das schnell runter, ey. Ist ja so ein Gegenwind oder was? So ein starker, der uns runterdrückt. Sehr schön. So, da jetzt einfach nur raus, glaube ich. Da ist dann nichts mehr. Da waren wir. Da geht's noch hoch. Könnte es da weitergehen noch, Leute? Ich möchte kein Rüstungsteil verpassen, ne? Das ist es. Könnten wir hier hochklettern, ja. Haben wir noch das Kletterkopftuch, die Kletterausrüstung an. Was ist denn das da? Ein Fisch. Was parkt denn der da? Hm. Keine Ahnung. Ja, da geht's auch rein. Okay, Leute. Jetzt wird's vielleicht interessant. Mal sehen. Was sollen wir da... sollen wir wieder was da bringen? Ein Opfer. Die Quest haben wir noch nicht bekommen, ne? Die damit einhergeht. Oder wahrscheinlich einhergeht. Also ich vermute mal, Bananen muss man da platzieren. Soll ich da einfach mal Bananen reintun? Mach ich das mal. Ich weiß nicht, ob sich das Spiel das merkt, aber... Ich mach's einfach mal. Ist egal. In die Hand. Sei denn, wir bekommen dann die Quest und da heißt es dann, dass man da was anderes reinlegen soll. Aber hier ist so eine exponierte Stelle, da kommen wir so schnell nicht mehr hin. Na, deswegen. Aber jetzt Kristall. Na, allem voran machen wir jetzt den Kristall. Schrein ist Schrein. Auch wenn das leider kein Rätselschrein ist, sondern, naja gut, das Rätsel besteht halt darin, den zu finden, ne, den Kristall zurückzubringen. Also insofern, ja, ist es ein Rätsel irgendwo, aber ihr wisst, was ich meine. So, wieder rauf hier und zurück. Na gut, dass wir uns da nochmal umgesehen hatten. Ja, ich denke mal, für eine Quest wird sich das Spiel das merken. Was für eine Quest relevant ist, ne? Okay, ne, dich nehme ich aber mit. Dich floß. Gut, dahinter scheint er zu sein. Da ist noch eine Rauchwolke. Oh. Noch ein Affenbrotbaum, weil die sind hier so, ja. Die sehen nicht mehr so ganz frisch aus. Die hat lang keine mehr gegossen. Der Strahl gerade seine Richtung geändert? Nee. Ich glaube nur ich habe meine Richtung geändert. Oh, da ist so ein schönes Fahrzeug wieder, ja. Ach, da ist er, hat er sich versteckt da. Ja gut, dank der Rauchwolke erkennt man das besser. Das ist wie eine Markierung. Das haben sie mal ganz clever gemacht hier. So, hier ist nichts drin. Sonst ist hier nichts Besonderes. Wie gesagt, nur das Fahrzeug. Da habe ich eine Markierung. Ist da noch ein... Habe ich da einen Schrein markiert hier? Da ist ein Drache. Da ist die nächste... Nee, das hat ja hier der Satori gemacht, ja. Der hat das markiert. Oh, jetzt wird's wieder. Ach, Leute, verdammt. Oh, hier gibt's so viele interessante Dinge zu entdecken. Das Spiel lässt eigentlich los. Wo ist denn hier? Soll ich das markieren, Leute? Ja, ne? Bestimmt. Macht das Sinn. So, da hinten ist noch eine Markierung. Also hier hat es überall Höhlen. Also, die sind ja nicht unwichtig für uns. Wenn wir hier irgendwelche Rüstungsteile finden wollen. Jo, und meine Lebensenergie neigt sich wieder dem Ende entgegen. Deswegen, ich sag ja, Medizin nutzt einem hier relativ wenig. Weil die hält halt nicht lange an, ne? Also maximal so 10 Minuten oder so. Ja, 90 Minuten wäre schön, ja.
Aber ja, insofern sind Rüstungsteile viel nützlicher, die uns hier vor der Sonne bewahren. Extreme Hitze, sagt das Spiel, ja. Wie kommen wir hier? Moment, ich könnte mich ja hier schützen, ne? Liegt er direkt unter dem? Das haut ja nicht hin, oder? Muss man nun in der richtigen... Ja, so. Ja, fungiert das hier als Sonnenschirm? Unser Floß hat also gleich mehrere nützliche Funktionen. So, jetzt hoffe ich, dass hier bald mal wieder Schatten ist. Also rückwärts laufen ist auf Dauer auch ein bisschen anstrengend. Ja, hier ist jetzt Schatten. Sehr schön. Weil das ja cool ist, dass man darauf achten muss. Die Sonnencreme einzupacken. Wo sind wir denn da eigentlich noch? Da oben ist auch irgendwas. Das ist eine Pflanze. Ne? Können wir uns in dem Wasser nicht abkühlen? Ja, doch. Es scheint zu klappen, ja. Im Wasser kühlt man sich ab. Das ist geil. Ah, ich liebe das. Das Spiel ist genial. Kann man nicht anders sagen. Und hier kommt man noch relativ bequem hoch. Hier ist es jetzt angenehm. Am Wasser ist generell angenehmer hier. Okay. Auch logisch. Das Spiel ist total logisch, ja. Aber gut, was ja für die Realität gilt, muss ja nicht für ein Spiel gelten, ne? Aber hier gelten dieselben Spielregeln. Wie in der Realität. Das ist natürlich Hammer. Ja, aber wenn man jetzt so eine Rüstung hätte, oder wenigstens ein Rüstungsteil, ne, reicht ja schon so eine Kopfbedeckung oder so, dass man sich vor der Hitze schützt. Ein Sonnenhut wäre nett. Aber da sind wir ja schon, Leute. Wir haben es schon geschafft. Sehr schön. Und hier gibt es so viele Höhlen, ne? Wir haben die jetzt alle markiert. So viel Markierung habe ich noch nie gemacht. Da ist mir in der letzten Folge aufgefallen, ne? Da waren die ganzen Schreine und... Warum habe ich nicht einfach markiert? Dachte ich so im Nachhinein, ne? Während der Folge ist mir erstmal nicht so eingefallen, aber... Kann man den jetzt lösen, ja? Klar, muss ich, ja. Schön. Immerhin haben wir einen kleinen Meilenstein in dieser Folge damit geschafft. Ja, Darbringer des Kristalls, wunderbar. Jetzt kriegen wir eine Belohnung. Oder ist ein Kampfschrein, hatten wir ja auch schon, ne? Schrein im Gerudo-Tal geschafft, wunderbar. Haben wir gleichzeitig einen Teleporter hier. Obwohl, brauche ich den jetzt noch? Eigentlich nicht. Wir haben ja hier alles erledigt, glaube ich, ne? Größtenteils. Ne, das ist wirklich nur so ein Aurus-Segen wieder. Und damit hätten wir den Schrein auch schon bewältigt. Naja, immerhin, das habe ich ja geschafft. Einen Schrein wollte ich ja in dieser Folge schaffen. Oh, das können wir leider auch nicht verwenden. Es ist ja nett, dass da noch eine Waffe drin ist, aber die nutzt das jetzt auch nicht. Also die Kappen, meine Waffen sind besser halt momentan. Ich bin einfach zu gut. Oder meine Waffen sind zu gut. Besser gesagt. So, und den Segen. Genau. Perfekt. Wieder ein Segenslicht erhalten. Und damit auch die Vollheilung. Gut, sei Dank. Aber da werde ich trotzdem nicht früher später ums Kochen herumkommen hier. Na gut, wenn man Schrein findet, dann... Quatsch, Schrein. Stall. Na, da ist ja auch immer eine Gelegenheit nochmal zum Kochen. Sind ja immer so eine kleine Kochstellen. So, und jetzt schnell wieder raus aus der Sonne. Oder wie sieht's ja? Hier ist wieder zu heiß. Wo ist das Wasser? Da. Gut, Leute. Warte, muss ich mal sagen. Ich gucke erstmal nach der Zeit. Während sich Link hier abkühlt. Ja, ja, für Zeit, die Folge zu beenden. Also denn, bye bye, ciao ciao, bis zum nächsten Mal, euer Schackel, lasst es euch gut gehen und falls euch die Folge gefallen hat, wisst ihr, lasst ein Like in Norden da. Bis dann und vielen Dank fürs Zuschauen.